Ireland Baldwin ist nicht die durchschnittliche 17-Jährige. Sorgen um einen erfolgreichen Start ins Berufsleben braucht sie sich nicht zu machen. Schließlich ist sie die Tochter von Hollywoods Traumpaar der 90er, Kim Basinger und Alec Baldwin. Gut für Ireland. Sie hat nicht nur den berühmten Namen ihres Vaters, sondern auch das makellose Aussehen ihrer Mutter geerbt. Kein Wunder, dass die Basinger-Tochter kürzlich ihren ersten Modelvertrag unterzeichnet hat. Und das nicht bei irgendeiner Agentur, sondern bei IMG. Die vertritt unter anderem Topmodels wie Kate Moss oder Heidi Klum. Die 17-jährige Ireland hatte jetzt in New York ihr erstes Bikini-Shooting für die New York Post. Und dabei machte sich die 1,88 Meter große Blondine gar nicht mal so schlecht. Und erinnert sogar ein wenig an ihre berühmte Mutter. Auch die begann ihre Karriere in den 70ern als Model. Aber Ireland verlässt sich nicht allein auf ihre Agentur IMG und ihre berühmten Eltern. Dank sozialer Netze wie Facebook und Instagram ist Eigenmarketing für junge Promis ein Kinderspiel. Fast täglich stellt die 17-Jährige neue Fotos von sich ins Netz. Ihr süßer Hund ist auch dabei. Und ja, so viel steht fest. Mehr braucht es für den berühmten Spross nicht, um für Schlagzeilen zu sorgen. Auch andere berühmte Promi-Sprösslinge zeigen, wie man den Namen der Eltern erfolgreich nutzt. Etwa Georgia May Jagger, die Tochter von Mick Jagger und Jerry Hall. Die sorgt seit 2009 mit ihrer Modelkarriere für Gesprächsstoff. Unter anderem mit den freizügigen Kampagnen für das Modelabel Hudson Jeans. Gutes Aussehen und die Bekanntheit ihrer Vorfahren. Diese Mischung ist es, die in der Modelwelt für Furore sorgt. Mit einem Gewinn auf allen Seiten. Für die Werbeindustrie garantieren Namen wie Jagger oder Basinger Aufmerksamkeit. Und für die Promi-Tochter ist ein Catwalk oder ein Fotoshooting eine einfache Möglichkeit, aus dem Schatten ihrer Eltern herauszutreten. So modelt Mick Jaggers und Jerry Halls älteste Tochter Elizabeth für die spanische Modekette Mango. Und das Schwesternpaar Alexandra und Theodora Richards, Töchter des Rolling Stones Gitarristen Keith Richards, für das Label French Connection. Unterwäsche- und Bademodenhersteller Myler setzt auf Amber Le Bon, Tochter von Duran Duran-Sänger Simon Le Bon. Auch für Collins-Sprössling Lily Collins modelt gern und oft. Doch zuletzt machte die 22-Jährige mit der Hauptrolle in der Gebrüder Grimm-Verfilmung Spieglein, Spieglein als Schneewittchen von sich reden. Fazit: Wie planbar doch Erfolg sein kann, vorausgesetzt, die Gene stimmen.